Stell meinen Wecker auf 3 Minuten. Kleiner Wecker, großes Thema. Also, auf meiner Platte steht gegen oppressive Mechanismen und faschistische Tendenzen. Auf meiner Platte steht zerstört Grenzen, nicht Lebensräume. Auf meiner Platte steht many struggles, different angles, one fight. Auf meiner Pappe steht, was müssen wir verhandeln, um das in Deutschland überhaupt besprechen zu können. Wo es ja immer noch darum geht, zu hinterfragen, ob es überhaupt verschiedene Stories geben könnte. Autsch. Auf meiner Pappe steht Solidarität. Solidarität ist ein Skill, ist ein Werkzeug. Auf meiner Pappe steht, Solidarität ist eine verhaltenstherapeutische Maßnahme an dir selbst, in der du übst, dich von der dominanten Kultur zu befreien. Auf meiner Pappe steht, Solidarität ist etwas, mit dem wir Handlungsräume schaffen und Themen highlighten. Und tatsächlich schaffen, etwas zu umreißen, das wir fühlen. Und das ist, dass die Dinge miteinander verbunden sind und voneinander abhängig. Und dass meine Aktion und mein Verhalten und meine Performativität Auswirkungen hat auf alle möglichen anderen Faktoren und Biografien. Auf meiner Pappe steht, ein Privileg ist, wenn du nicht sehen musst, dass es all diese Stories geben könnte, weil du genügend Spielraum hast, um einfach stoisch bei deiner Geschichte zu bleiben. Auf meiner Pappe steht auch, dass es Leute gibt, die nicht so viel Spielraum haben und die extrem flexibel sein müssen, um in dieser Kultur aus Dominanz, Ausbeutung und Separation, um überhaupt überleben zu können. Auf meiner Pappe steht, Konservatismus ist Identitätspolitik. Auf meiner Pappe steht, das ist richtig, weil auf meiner Pappe steht, die normale Kultur hat ja bestimmte Merkmale, Ausbeutung, Separation, Dominanz. Und das ist auch eine Identität, die geschaffen wird. Und die gilt es ja zu verlernen, indem wir unsere Privilegien abgeben. Und zwar live mit unseren Körpern. Live, indem wir riskieren, Geld zu verlieren oder unseren Job, indem wir viele Dinge tun. Die wir uns vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen können. Auf meiner Pappe steht hoch die intersektionale Solidarität. Tschüssi. Ciao, bye.